Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Verbotene Liebe. Florestan Gödings kämpft für ein junges Paar. Und zwar ist ihr Sohn verhaftet worden, weil er hier von der Polizei gefunden wurde, während er versucht hat, Daniel zu helfen. Was passiert jetzt mit mir? Also das sieht nicht gut aus. Sie waren am Tatort mit der Tatwaffe und Sie haben ein Motiv. Der Kfz-Mechatroniker Alex Pukidis und die Schülerin Melanie Gräf sind seit 8 Wochen ein Paar. Allerdings sind ihre Väter seit vielen Jahren verfeindet. Da sie die Beziehung ihrer Kinder auf keinen Fall akzeptieren würden, muss sich das Liebespaar immer heimlich treffen. Für Alex ist das kein Zustand mehr. Was ist los? Woran denkst du? Daran, dass ich gerne mit dir eine ganz normale Beziehung hätte. Es nervt mich halt einfach, dass wir uns immer heimlich treffen müssen. Ich weiß, aber was sollen wir denn machen? Ja, lass doch einfach unseren Vätern sagen, was Sache ist. Ich meine, früher oder später müssen wir es doch so oder so tun. Papa würde es nie im Leben akzeptieren, das weißt du, Alex. Wir sind doch alt genug. Unsere Väter können uns doch nicht unsere Beziehung verbieten. Oder wie hast du dir das vorgestellt? Weißt du, ich habe einfach total Angst vor Papas Reaktion und weiß nicht, wie er jedes Mal ausrastet, wenn er alleine euren Namen hört. Ja, aber was willst du mir jetzt damit sagen? Dass es doch besser wäre, wenn wir uns trennen? Nein, sag doch sowas nicht. Ich will dich auf gar keinen Fall verlieren. Ich doch auch nicht. Auch Melinas Brüder Daniel und Sebastian sind gegen die Beziehung und wollen Alex einen Denkzettel verpassen. Los, Sebastian, spinnst du? Lass mich los! Was sollst du loslassen? Halt die Fresse, weil es Familiensache, ja? Ist dein Ernst, dass du mit so einem Dreckspack hier rummachst? Mann, erstens ist Alex kein Dreckspack und zweitens geht sich das überhaupt nichts an. Und jetzt lass mich los, verdammt, du tust mir weh! Sei nicht grob zu ihr. Mann, die hat sich anders verdient, als sie ist eine Verräterin. Lass meine Freundin los, hab ich gesagt. Wie, Freundin, ist dein Ernst? Sag zum letzten Mal, lass sie los! Sonst was? Du entschuldigst dich jetzt bei deiner Schwester. Da verpisst ihr euch, kapiert? Du Scheiße, ich bin jetzt 11. Mal. Mach doch bitte, Daniel, hört auf, bitte. Lass ihn in Ruhe. Hilfe. Warst du ja genug, lass ihn einfach. Alex hat starke Schmerzen. Melina ruft sofort einen Notarzt, der den 20-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus bringt. Ach, das tut total weh. Glauben Sie, dass die Rippen gebrochen sind? Ja, schauen wir das mal an. Spüren Sie das hier? Aha. Hier, ja. Warte mal kurz. Ja, ganz blau. Okay, Herr Pukidis, ich würde gerne Röntgenbilder davon machen. Okay. Dann haben wir Klarheit. Die Schwester holt sie dann gleich ab. Dankeschön, Herr Doktor. Gerne. Es tut mir alles total leid. Du kannst doch gar nichts dafür. Doch, ich war einfach zu unvorsichtig. Ich meine, meine Brüder haben spitz bekommen, dass ich mich mit dir treffe und ich habe total Angst, jetzt nach Hause zu gehen. Die haben es bestimmt schon Papa erzählt. Nach der Aktion habe ich auch Angst um dich. Wer weiß, was sie mit dir alles anstellen werden. Guck mal, Schatz, willst du nicht doch lieber zu mir ziehen? Lass mal. Es macht alles nur noch schlimmer. Ich meine, guck mal, das ist meine Familie. Und du würdest deinen Vater auch nicht einfach allein lassen und zu mir ziehen. Ja, aber der Unterschied ist, dass meine Mutter tot ist. Ich könnte Papa niemals einfach so alleine lassen. Ja, und meine Mutter hat uns vor einem Jahr verlassen. Ich kann auch nicht so einfach gehen. Hallo? Hallo, Papa. Ja, ist gut, ich komm. Papa will, dass ich sofort nach Hause komme. Er war richtig sauer. Mach dir keine Sorgen. Ich melde mich später wieder bei dir. Hallo? Hallo. Hä, war das nicht die Kleine von Paul? Was macht ihr denn hier? Melina und ich, wir sind zusammen. Was? Darum bist du völlig übergeschnappt? Du weißt doch, wie unsere Familien zueinander stehen. Ja, Papa, was kann ich denn dafür, dass ihr Streit habt? Ich finde euren Streit einfach so lächerlich. Es nervt mich einfach. Alex, das nennst du lächerlich? Dass Paul seit 15 Jahren versucht, unsere gesamte Werkstatt zu ruinieren. Und wer hat dich überhaupt so zugerichtet? Melinas Brüder waren auch nicht gerade begeistert, als sie rausgefunden haben, dass wir zusammen sind. Das gibt's doch nicht! Wenn wir hier fertig sind, gehen wir beide zur Polizei. Und dann zahlen wir die beide an. Nein, Papa, das kannst du auf keinen Fall bringen. Damit machst du doch alles nur noch schlimmer. Alex, die haben dich krankenhausreif geschlagen.
So, Herr Pukis, wir können dann zum Röntgen. Danke. Hallo. Können Sie aufstehen? Das ist nicht das letzte Wort. Wir sprechen noch drüber. Nico Pukidis und Paul Gräf besitzen beide eine Kfz-Werkstatt und konkurrieren seit Jahren miteinander. Nico will die gewalttätigen Söhne seines Kontrahenten sofort anzeigen. Während Alex auf seine Untersuchungsergebnisse wartet, bittet der Vater Anwalt Floristan Gödings ins Krankenhaus. Jeder, der sie angefasst hat, ich glaube, dabei hat sie sich wirklich wehgetan. Nicht mal vor einer jungen Frau machen die halt. Die haben überhaupt keinen Respekt, genauso wie ihr Vater. Immer ziehst du über die Familie her. Stimmt doch, ist doch so. Ja, also das war dann so, ich meinte zum Sebastian, dass er Melina in Ruhe lassen soll. Und dann ist er auf einmal auf mich zugekommen. Ich muss mich ja auch irgendwie wehren. Ich meine, ich lasse mich ja nicht ohne Grund schlagen. So habe ich ihn in den Schwitzkasten genommen. Und dann stand da der Daniel nebenan, der ist dann dazwischen gekommen. Und ja, was sollte ich machen? 2 gegen 1, ich war ganz klar unterlegen. Die gehören weggesperrt. Die sind das Allerletzte. Die ganze Familie ist das Letzte. Wie meinen Sie das jetzt? Das hört sich eher so an, als ob in der Vergangenheit ja auch schon irgendwie Vorkommnisse waren. Vielleicht erzählen Sie mal was dazu. Ja, also ich habe Pauls ist der Vater, der Herr Gräf, Paul Gräf. Vor 15 Jahren habe ich eine Werkstatt in seiner Nähe eröffnet. Ja, und seitdem versucht er, die Werkstatt zu ruinieren. Mit unsauberen Mitteln halt. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen genauer werden? Er drosselt die Preise. Das ist das reinste Preisdumping. Zudem hat er noch eine Kooperation mit einer Autoglaszuliefererfirma, die ich hatte, torpediert. Hört sich natürlich sehr ärgerlich an, aber nicht illegal. Das verstößt halt gegen meine Berufsehre. Also Ärger wollte ich halt nie. Also ganz stimmt das aber auch nicht, was du da gerade erzählst. Naja, das eine ist Privatsache, das hat doch mit dem Beruf nichts zu tun. Gut, also völlig unabhängig davon geht es ja jetzt hier auch erstmal um die Körperverletzung. Und da würde ich ganz gern mit Ihrem Sohn mal kurz unter 4 Augen sprechen, wenn das geht. Sie können ja kurz draußen warten, das dauert auch nicht lang. Ja, klar. Ja? Ich mach's schon. Ich mach's schon. Wenn ich das jetzt also richtig verstanden habe, dann ist es wohl so, dass Sie eine Freundin haben, deren Vater so richtig Ärger hat mit Ihrem Vater. Ja, genau. Ich kann mir ja nicht aussuchen, in wem ich mich verliebe. Und jetzt haben Sie noch das nächste Problem, dass Sie nicht wissen, ob Sie die Brüder Ihrer Freundin anzeigen sollen oder nicht. Ja, also wenn ich ehrlich bin, möchte ich sie eigentlich gar nicht anzeigen. Ich möchte die ganze Sache jetzt nicht zu weit treiben. Ich meine, es ist eh schon genug passiert. Und ja, wenn man es so sieht, hat es der Sebastian eigentlich schon verdient. So wie der mit Melina umgegangen ist. Ja, das geht gar nicht. Ich sag Ihnen mal etwas, wenn Sie hier gar nichts machen, dann wird der Sebastian natürlich darin bestärkt, so weiter zu handeln, wie er das bislang getan hat. Sie sollten hier was unternehmen, schließlich um auch ein Signal zu setzen. Wahrscheinlich haben Sie recht. Aber steht da nicht Aussage gegen Aussage? Ich meine, Sebastian und Daniel werden ja bestimmt so tun, als ob die Schlägerei von mir aus kam. Ja, aber eins ist doch klar. Ich meine, dass Ihre Freundin ja wohl ihre Version der Geschichte bestätigen wird, oder nicht? Ja, also ich hoffe mal, bestimmt. Sehen Sie, wir machen das. Ich mache die Strafanzeige, wir machen eine Schmerzensgeldklage gegen die. Das kriegen wir schon hin zusammen, ja? Ich hoffe doch. Alles Dankeschön. Ne? Gute Besserung, ja? Ich melde mich bei Ihnen. Tschüss. Ich werde jetzt als erste Strafanzeige erstatten und dann auch die Schadensersatzklage wegen Schmerzensgeld vorbereiten. Und darüber hinaus werde ich versuchen, über die Hintergründe der Brüder etwas mehr herauszufinden, denn die beiden Familien haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Und ich habe so das Gefühl, dass der Herr Pukidis Senior mir nicht die ganze Wahrheit erzählt hat. Das Röntgenbild hat bestätigt, dass Alex 2 gebrochene Rippen hat. Der 20-Jährige darf wieder nach Hause. Um die Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen Daniel und Sebastian Gräf zu stellen, braucht Floristan Gödings noch ein paar Details zur Tat. Möchten Sie vielleicht was trinken? Nee, danke. Ich werde wahrscheinlich nicht so lange brauchen. So, wie geht's Ihnen denn heute? Ja, es geht. Ich muss mich schon. Aber dank Schmerzmittel ist es auszuhalten. Naja, ist ja immerhin etwas. So, ich war nicht ganz untätig, ich habe schon was vorbereitet, Strafanzeige und Schadensersatzklage. Das sind noch ein paar Einzelheiten, die ich ganz gerne mit Ihnen besprechen würde, damit es eine runde Sache wird, ja? Melina? Alex, du musst mir helfen. Sebastian hat mich hier eingesperrt. Ich komme hier nicht mehr raus. Bitte komm schnell. Was? Ja, ja, okay, ich komme sofort. Mach dir keine Sorgen, ich beeil mich. Es war Melina, ich muss sofort zu ihr. Tut mir leid, können wir unser Gespräch verschieben? Ja, natürlich können wir das. Ich hatte meine Autoschlüssel. Herr Pukidis, Sie können doch jetzt nicht Auto fahren, Sie müssen sich schon. Ihre Rippen sind doch angeknackst. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Ja, dann laufe ich eben. Ja, wissen Sie was, bevor Sie irgendwelche Dummheiten machen, kommen Sie, dann fahre ich Sie kurz, ja? Ja, okay. Bitte nach Ihnen. In erster Linie möchte ich verhindern, dass mein Mandant irgendwelche Dummheiten macht, so aufgebracht, wie er gerade war. Und zum anderen, wenn Melina wirklich gegen ihren Willen festgehalten wird, dann ist das Freiheitsberaubung und das ist strafbar.
Die Geschwister wohnen alle noch zu Hause. Melinas ältere Brüder haben sie dort eingesperrt. Alex hat große Angst, dass Daniel und Sebastian seiner Freundin etwas angetan haben. Schließlich hat er die Gewaltbereitschaft der beiden Männer am eigenen Leib gespürt. Trotzdem stellt er die beiden Brüder unerschrocken zur Rede. Du hast sie gar nichts verloren. Sebastian, wo ist Melina? Was habt ihr mit ihr angestellt? Es geht die Scheißhacke, wo meine Schwester ist, ja? Und halt dich von ihr fern, verpiss dich jetzt, oder brauchst du noch eine Abreibung? So, Herr Gräf, mit solchen Drogen wäre ich an Ihrer Stelle ein bisschen vorsichtig, ja? Sagt wer? Rechtsanwalt Gödis, ich bin der Anwalt von Herrn Pukidis. Jetzt bist du mit Rechtsanwalt, ja? Jetzt hab ich aber Angst. Ja, sollst du auch lieber. Aber sag mal, wo ist jetzt Melina? Alex, Melina ist nicht da. Jetzt, Moment mal, ich war doch dabei, als Melina meinen Mandanten angerufen hat, weil sie gegen ihren Willen eingesperrt wird. Ja, die hat ja auch eine blinde Fantasie. Jetzt lass mich einen Schrei, verdammt nochmal. Scheiß werde ich tun. Also, um das nochmal ganz klar zu machen, falls Melina wirklich gegen ihren Willen hier festgehalten wird, dann ist das Freiheitsberaubung. Das machen wir dann mit oder ohne Polizei. Das können Sie jetzt entscheiden. Sebastian, okay, jetzt lass ihn schon rein, aber der Anwalt, der bleibt draußen. Melina? Melina, wo bist du? Hörst du mich? Die Brüder wollen die Beziehung zwischen Alex und ihrer Schwester um jeden Preis verhindern. Sie ist nirgendwo, anscheinend ist sie wirklich nicht da. Das habe ich doch gleich gesagt. Wo ist Melina? Herr Pogidis, das ist gut sein. So. Was Sie beide angeht, das Grinsen wird Ihnen schon noch vergehen. Es läuft ein Ermittlungsverfahren gegen Sie bei der Staatsanwaltschaft. Das heißt, Sie hören von uns und vom Staatsanwalt, und zwar wegen gefährlicher Körperverletzung, ja? Schönen Tag für Sie beide. Dass die beiden Väter im Clinch liegen, okay. Aber dass Sebastian Gräf so heftig auf meinen Mandanten reagiert, das finde ich schon übertrieben. Und ich glaube, dass ich noch nicht genug über diese Familienfehde weiß. Und genau deswegen werde ich verstärkt in diese Richtung recherchieren. In den folgenden 2 Stunden hat Alex immer wieder versucht, Melina zu erreichen. Doch ihr Handy ist ausgeschaltet. Alex hat sogar Klassenkameradinnen von ihr angerufen, um zu fragen, ob sie Melina gesehen haben. Jedoch ohne Erfolg. Der 20-Jährige weiß nicht mehr, wo er noch nach ihr suchen soll. Doch das ist auch gar nicht länger nötig. Alex! Da bist du ja. Ich hab mir solche Sorgen um dich gemacht. Wo warst du denn? Was ist passiert? Ich hatte so Streit mit Sebastian. Er wollte mir einfach verbieten, mich mit dir zu treffen und hat mich dann im Garten einfach in den Geräteschuppen eingesperrt. Der Junge hat doch echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Oh Mann, ich hätte einfach gleich zu dir ziehen sollen. Erzähl mal, aber wie hast du dich eigentlich befreit? Ja, als Sebastian dann weg war, hat Daniel mir aufgemacht und hat sich direkt bei mir entschuldigt und wollte mit mir reden. Aber ich hatte keine Lust darauf. Ich habe direkt meine Sachen gepackt und bin abgehauen. Kann ich jetzt doch zu euch ziehen? Na klar, na klar. Wie, was? Was heißt denn na klar? Damit wir noch mehr Probleme mit ihrer Familie bekommen? Sebastian hat Melina in den Geräteschuppen eingesperrt. Du willst sie doch jetzt nicht ernsthaft dahin zurückschicken, oder? Ist doch nicht mein Problem. Was kann ich dafür, wenn ihr Vater seinen Sohn nicht in den Griff bekommt? Melina und ich lieben uns. Es ist wirklich was Ernstes zwischen uns. Und wenn du sie hier nicht wohnen lässt, dann werde ich mit ihr zusammen weggehen. Ganz einfach. Ob du willst oder nicht. Du bist so ein Dickkopf. Ja, rat mal, von wem ich das hab. Pass auf. Zuallererst sagst du gegen deine Brüder aus. Dann lass ich vielleicht mit mir reden. Wie jetzt? Das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Wir haben einen Anwalt eingeschaltet und der hat mir dazu geraten, deine Brüder anzuzeigen. Und es wäre sehr hilfreich von dir, wenn du meine Aussage bestätigst. Aber das sind meine Brüder. Deine Brüder haben meinen Sohn zusammengeschlagen. Ja, und es war das allerletzte, aber es sind immer noch meine Brüder. Eigentlich wollte ich sie ja auch gar nicht anzeigen. Aber dann hat mir mein Anwalt dazu geraten, Sebastian endlich mal seine Grenzen aufzuzeigen. Und wenn man so überlegt, hat er auch irgendwie recht, oder nicht? Hat er dich nur eingesperrt oder nicht? Ja, hat er. Okay, ich sag aus. Dankeschön. Ja, komm erst mal rein, ich zeig dir mein Zimmer. Ich nehm schon die Taschen. Ja, ja. Komm hoch. Nico bemerkt, dass sein Sohn Melina sehr liebt. Ihm zuliebe will er versuchen, der 17-Jährigen von nun an unvoreingenommen zu begegnen. Schließlich haben Sebastian und Daniel sie eingesperrt. Nico möchte nicht, dass der Schülerin noch etwas Schlimmeres zustößt. Doch die Brüder geben keine Ruhe. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Weißt du, was für Sorgen ich mir gemacht habe? Ich bin fast verrückt geworden. Das kann ich mir vorstellen. Es wäre mir genauso gegangen. Von Sebastian. Was? Was schreibt er? Du bist eine elende Verräterin. Komm bloß nicht auf die Idee, gegen Daniel um mich auszusagen, sonst kannst du dich auf was gefasst machen. Das sind leere Drohungen. Oder meinst du, dass Sebastian dich noch mehr in die Scheiße reiten wird? Das hoffe ich. Essen ist fertig. Hm.
Wow, hallo. Wie lecker. Kommt ruhig rein. Ich fühle mich gleich wieder wie in meinem letzten Sommerurlaub. Melina war letztes Jahr auf Kreta. Ehrlich? Ja, mit einer Freundin und ihrer Familie. Es war total schön da. Stimmt, das stimmt. Kreta ist meine Heimat, da bin ich geboren. Ich weiß, hat mir Alex schon erzählt. Da haben Sie eine sehr schöne Heimat, muss ich sagen. Dankeschön. Lasst euch doch schmecken. Fühlt euch wohl. Das ist übrigens Tzatziki, habe ich selbst gemacht. Wow. Aus Kreta. Das probiere ich mal. Lasst dir schmecken. Sieht echt lecker aus. Was war das? Schnell, vorsichtig aber. Verdammte Scheiße! Was ist denn da passiert? Das gibt's doch gar nicht. Die haben meinen Reifen zerstochen. Guck dir das mal an. Und den ganzen Lack zerkratzt. Alles durch, komplett durch. Scheiße, ich hol schnell was zum Löschen. Beeil dich, beeil dich. Beeil dich. Ich weiß, wer das war. Ich kann mir schon vorstellen, wer das war. Das gibt's doch nicht. Total durch. Wer soll denn das bezahlen jetzt alles? Der ganze Lachs, das habe ich gerade neu gekauft alles. Nico Pukidis ruft sofort die Polizei. Zwei Beamte sehen sich den Schaden an und nehmen den Fall auf. Nicht nur Nico, auch Alex und Melina vermuten, dass Daniel und Sebastian hinter der Sachbeschädigung stecken. Melina bekommt immer mehr Angst vor ihren eigenen Brüdern. Sie hält sie inzwischen für unberechenbar. Alex informiert sofort Floristan Gödings über den erneuten Angriff. Es ist mir alles so peinlich vor deinem Vater. Ach Schatz, du kannst doch nichts dafür. Hallo Herr Pukidis, hier ist ja ordentlich was los. Hallo. Ach hallo. Übrigens, das ist meine Freundin Melina. Hallo Melina, ja schön dich mal kennenzulernen. Ich kann mir vorstellen, dass du dich freust, raus zu sein, ja? Ja, aber ich glaube, der ganze Schlamassel hier ist meinetwegen. Mhm. Ich bin nämlich, als Daniel mich aus dem Geräteshoppen gelassen hat, von zu Hause abgehauen und wohne jetzt bei Alex und seinem Vater. Na, das dürfte die ganze Situation nicht entspannter machen. Nicht wirklich. Melina, du kommst sofort nach Hause, Fräulein. Vergiss es, Papa, ich bleib hier bei Alex. Du kommst nach Hause, Mann. Du bist noch nicht volljährig. Melina geht nirgendwo hin, damit das klar ist. Ach, krieg mal, was mischst du dich denn jetzt hier ein? Kümmer dich mal lieber darum, dass dein Sohn die Finger von meiner Tochter lässt. Melina bleibt bei uns. Bei dir ist sie nicht mehr sicher. Nicht mehr sicher, ich höre ohne ihre Stimme. Ja, frag sie mal. Frag mal, was dein nützlicher Sohn mit ihr gemacht hat. Was nützlicher? Bist du bekloppt? Was ist das für eine Scheiße, Alter? Sachlich bleiben, okay? Pass mal auf, der Typ hier, der hat mir eine Tochter entführt. Herr Pukidis, erzählen Sie mal was. Soll ich da verstehen, oder? Da verstehen Sie gar nichts drunter. Das ist doch Blödsinn, was der erzählt. Also, um das mal auf eine sachliche Ebene runterzubrechen. Die Melina, die ist 17 Jahre alt, ihr geht's gut. Sie ist freiwillig hier und sie kann übernachten, wo sie will. Moment mal, aber nicht so lange, wie sie noch 17 ist. Ja, Herr Gräf, Sie haben von mir aus das Aufenthaltsbestimmungsrecht, bis sie 18 ist. Aber sie kann trotzdem entscheiden, wo sie ihre Zeit verbringen möchte. Freiwillig ist sie hier und sie darf hier auch übernachten. Wenn Sie das anders sehen, Herr Gräf, dann können Sie das vor Gericht einklagen. Ob es die Beziehung zu Ihrer Tochter verbessert, das wage ich zu bezweifeln. Ich komme nicht mit nach Hause, Papa. Akzeptier das. Das ist doch scheiße. Hör mal zu, ich bin dein Vater. Und du? Du bist nicht besser wie dein Vater, verstehst du? Ihr könnt eure Finger nicht bei euch lassen, Mann. Immer die Frauen, die ich liebe. Euch geht's doch nur um die Frauen. Und du kommst nach Hause, Fräulein. Ich glaube, es hackt ja! Da hätte ich jetzt aber auch noch ein paar Fragen an Sie, wenn Sie vielleicht morgen zu mir in die Kanzlei kommen könnten. Ja, morgen Vormittag geht das? Gut, vielen Dank. Alles klar. Dann tschüss, schönen Tag noch. Ciao. Ich habe ja schon immer vermutet, dass ich nicht die ganze Wahrheit über die Familienfehde erfahren habe. Und genau deswegen habe ich mir jetzt einige Informationen besorgt, auf die ich meinen Mandanten morgen früh ansprechen werde. Die Polizeibeamten haben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Am nächsten Morgen sucht Alex Floristan Gödings in der Kanzlei auf. Denn nach Paul Gräfs Andeutungen glaubt der Jurist, dass noch etwas ganz anderes hinter der Familienfehde steckt. Er will endlich die ganze Wahrheit wissen. Ich hoffe wirklich, dass wir noch so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Naja, vielleicht erzählen Sie einfach mal mit Ihren eigenen Worten, was denn jetzt so Phase ist. Ja, Sie wollen jetzt bestimmt wissen, was Melinas Vater gestern damit meinte, als er gesagt hat, dass ich die Finger genauso wenig bei mir lassen kann wie mein Papa, oder? Das würde mir bei der Beantwortung der Frage, warum seine Söhne sie zusammengeschlagen haben, enorm weiterhelfen. Naja, meine Mama, Miranda, die war vor über 20 Jahren mit Paul verlobt. Damals hatte Papa in der Werkstatt von Pauls Vater gearbeitet. Ja, und da haben die sich halt kennengelernt. Und wie war denn damals das Verhältnis zwischen Herrn Gräf und Ihrem Vater? Total gut, die haben sich immer gut verstanden. Und dann hat sich aber Ihre Mutter für Ihren Vater entschieden. Ja, genau, sie hat Paul verlassen und seitdem hat das ganze Drama angefangen. Aber der hat doch selbst auch geheiratet. Ja, allerdings hat er das meinem Vater nie verziehen. Mama war seine große Liebe. Selbst als sie vor 9 Jahren bei einem Autounfall gestorben ist, hat er nie aufgehört, uns zu hassen. Nico saß bei diesem Autounfall am Steuer. Er hat überlebt, doch seine Frau ist an ihren Verletzungen gestorben.
Nico traf keine Schuld an dem Unfall. Trotzdem wirft Paul ihm seitdem vor, Miranda umgebracht zu haben und lässt keine Möglichkeit aus, um ihm zu schaden. Nico wurde sogar von Paul angezeigt und musste vor Gericht aussagen. Der damalige Freispruch des Herrn Nico Pugidis lässt darauf schließen, dass die Anzeige des Herrn Gräfen in erster Linie eine Racheaktion gewesen ist, die an Bösartigkeit kaum zu übertreffen ist. Man muss sich das mal vorstellen, der Herr Pugidis verliert seine Frau, muss sich um seinen 11 Jahre alten Sohn kümmern und dann wird ihm auch noch vorgeworfen, dass er seine Frau umgebracht hat. So much pressure, why so loud? Floristan Gödings von dem Tod seiner Mutter zu erzählen, hat Alex sehr aufgewühlt. Er will seinem Vater von dem Gespräch berichten. Da er ihn telefonisch nicht erreicht, sucht er die Werkstatt des Kfz-Meisters auf und ahnt nicht, dass er geradewegs in eine Katastrophe schlittert. Papa, bist du hier? Papa! Ach du Scheiße! Daniel? Hey! Weglegen! Feuer, das soll weglegen! Wegstellen! Es ist nicht so, wie es aussieht! Weglegen! Das ist ein Missverständnis! Ich habe Hände gar nichts gemacht! Hände hoch, wegtreten! Rufen Sie einen Krankenwagen, bitte! Er ist schon auf dem Weg, was ist hier los? Ja, ich bin selbst gerade gekommen. Da lag er bewusstlos. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich das gewesen bin. Das ist ein Missverständnis. Ich habe doch gar nichts gemacht. Vor allen Dingen, warum ist Ihr Hemdblut verschmiert? Ja, ich musste doch erstmal den Feuerlöscher wegräumen, um ihm zu helfen. Okay. Können Sie uns auf der Wache erzählen, ja? Sie sind Mann, ich habe doch gar nichts gemacht. Sie sind vorläufig festgenommen, kommen jetzt mit. Ich habe doch gar nichts gemacht. Das ist ein Missverständnis, verdammt nochmal. Wir sind von einem anonymen Anrufer alarmiert worden, dass hier in dieser Werkstatt eine Schlägerei stattfindet. Und so wie es aussieht, haben wir gerade auf frischer Tat sogar einen Täter erwischt.